So, Hallöchen zurück beim Let's Change, was übelst am Lecken ist gerade. Cool. Wir sind also von Reptile wieder zurück zum Haus gebracht worden. Yippie! Da ich ja letzte Mal so bravourös gegen den Enderman gekämpft habe, was ich jetzt kurz ausmachen will. Auf nochmal. Nee, nicht weit. Ich probiere mal auf normal zu spielen. Vielleicht klappt es ja auch recht lagfrei, damit ich zumindest mal den Himmel sehen kann. So, das Feld ist hinter dem Haus. Hat er mein kleines Feld nicht gesehen? Naja gut, baue das Haus weiter. Mach das Feld größer und farme Sand. Okay, jetzt. Ah, anscheinend hat er auch die Sachen wieder gefunden rechtzeitig. Wieso hat er denn jetzt alles wieder in die Kiste getan? Na gut. Nehmen wir die Spitzhacke, die Axte, die Schaufel. Die Hacke brauche ich ja dann auch, wenn ich das Feld erweitern will. Baue das Haus weiter. Ja, das sieht ja echt. Ist ja ein super Haus hier. Was hat er denn geholt? Oh, er hat mal Kohle gefarmt. Das ist doch super. Kakaobohnen hat er auch gefunden, aber kein Dschungelholz dabei. Na, wäre ja schön gewesen. So, den Diamanten haben wir immer noch. Gut, haben wir hier irgendwas drin? Nein, ist nichts da drin. Okay. Ja, Bettchen hat er auch. Super, dann können wir auch direkt mal schlafen gehen. Ah, so gefällt mir das doch schon besser. Kann ich zumindest den Himmel sehen. Ich wollte schon sagen, wo ist denn die Sonne? Huch, wut? Achso. Aha. Was soll das denn hier darstellen? Soll das der Grundriss vom Haus sein? So will er das haben? Endermans, verzieht euch, ich habe schlechte Erfahrungen mit euch. Und wo ist jetzt das Feld? Hallo, Feld. Ja. Ach, ich merke gerade. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Ich muss zwar eben kurz die Playlist anschmeißen, habe ich völlig vergessen. Jetzt fängt es auch direkt leicht zu laggen. Aha, hier ist also ein Tunneleingang. Aber ich habe immer noch nicht ganz für das Feld gefunden. Ich gehe mal hier hoch. Lag. Ja, sieht ja sehr feldig hier aus. Gut, bauen wir also das Haus weiter. Genau. Was hat er denn hier unten mit dem gemacht? Gar nichts. Ist abgebaut. Dann machen wir das wieder kaputt. So, 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 so. Merkwürdig. Also Reptile, ich kann kein Feld finden hier. So, was haben wir denn an Holz? 9. Super. Und warum nimmt er die Sämlinge nicht direkt, um sie zu pflanzen? Kann man auch direkt hier reinkloppen, überall. Da, 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 da. Wird das Ganze doch viel leichter zu farmen. So. Machen wir uns also an die Holzreserven unseres neu entstandenen Waldes hier. Na super. Da ging direkt die Axt kaputt. Soll dieses doofe Feld sein? Naja, wahrscheinlich könnt ihr mir das jetzt in die Kommentare schreiben. Wird dann eh, glaube ich, nichts bringen. Ach genau, ich wollte eine Axt bauen. Sticks haben wir auch keine mehr. Und Eisen auch keins. Also nehmen wir wieder Stein. Ach komm. So, wollen wir nicht geizen hier. So. Kriegen ja auch 4 Sticks hier raus. Oh, jetzt kriegt 2 Äxte. Da und da. Fertig. Supi. Guck mal da. Oh, vorne ist schon direkt einer der Bäume gewachsen. Ah ja, so läuft das hier. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob meine Playlist vielleicht zu leise sein sollte. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie so weiter benutzen darf, kann, wie auch immer. Liegt einfach daran, ich habe jetzt einfach mal die copyright-ärmste Musik genommen, die ich gefunden habe. Und ja, das
hauen uns hier mit dem Sapling durch den Baum. Ist echt arm an Bäumen, ey. Hat sich ja eine schicke Ecke ausgesucht. So. Jawohl, gehen wir mal hier runter. So, wollen wir uns hier durch. Einfach mal jetzt mit der Axt durch. Spielen wir mal hier Axtmörder. Ah, wieder ein paar Frame-Einbrüche. Na gut, auf normal habe ich schon ein paar mehr wie sonst. Aber es ist, glaube ich, erträglich. Ja, so. Machen wir das hier auch noch. Zack. So, hier fehlen noch ein paar Setzlinge. Ah, da liegt doch einer. So, klatschen wir die direkt hier wieder hin. Zack, zack. So, hier sind noch Bäumchen. Nur, wie soll ich jetzt das Feld vergrößern? Ich weiß nicht mal, wo das ist. Da ist kein Feld. Oder soll das da, diese Baukonstruktion, ein Feld darstellen? Da vielleicht mal ein bisschen netter andeuten können. So, nach dem Motto, hier Feld. Ja, ja. Holz, Holz, Holz. War hier nicht noch ein Baum? Bist du der Baum? Hä? War hier nicht noch einer? Jawohl. So, 35 Holz. Mehr habe ich jetzt gerade nicht hier. Also ich muss jetzt Setzlinge setzen. Ja. Da noch, da noch. Und da sind die Setzlinge schon wieder alle. Komme ich gleich nochmal wieder hierhin zurück. Einfach um, ouch, mir die Füße zu brechen. Ja. Wie gesagt, soll das jetzt hier das Feld darstellen? Sehr unebenes Feld. Aha, er scheint hier auch schon mal reingefallen zu sein. Sonst wäre dieser schicke Aufgang da vorne nicht. Ja, bauen wir doch einfach mal am Haus weiter, so wie ich denke. Weil hier ist ein Block höher. Also denke ich mal, dass er das hier als Wand haben will. So, das ist schon zu Ende. Huch, da ist der Körper klein. Na gut, waren ja auch nicht viel Holz. So, da, da, da. Bestimmt brauche ich jetzt gerade voll den Bullshit. Egal, wenn ich die Farmland wirklich einbauen sollte, dann machen wir halt einen Wintergarten daraus. Oh, Glasdach oben drüber, gut ist. So, bauen wir das hier zu. Jawohl. Hier noch. Und schaffe ich das noch mit dem Holz? Ach, dürfte. So. Egal. Stecken wir uns mal einen kurzen Apfel. Einfach nur, um mal den Hunger aufzuhalten, dass er nicht weiter wächst. So. Ja, für mehr ist jetzt auch gerade eigentlich gar nicht mal mehr Platz. Ich gucke mir aber jetzt gleich mal nochmal seine Höhle an. Und guck mal, was wir da noch so finden. Ich bin stacked! So. Ah, die Brücke hat er ja unheimlich weitergebaut, sieht man ja. Ist ja immer noch das wunderschöne, unförmige Ding, was ich da hingestellt habe. Ja. Aber beim Angucken der meiner Folge habe ich dann doch nochmal, also beim Zusammenschneiden, habe ich dann doch gesehen, die ist doch ordentlich schief geworden. So. Jetzt mal hier noch zwei Holz. Fertig. Aus, fertig. Autsch. Sieht zwar eher aus wie ein Bunker, aber. Ja, weil hier, das stimmt schon alles irgendwie nicht so. So, naja. Gehen wir also. So, jetzt haben wir das Haus ausgebaut. Sand sollte ich farmen noch, oder? Ja. Dafür brauchen wir noch ein paar. Stees. Gut, dass ich gerade nicht alles an Holz verbraten habe. Zumindest nicht, was noch in der Truhe war. So, so. Und dann machen wir noch zwei Schaufeln. Erstmal gucken, wo ist denn hier überhaupt Sand?
so sandfrei alles. Ich mag ungern so Ufernähe abbauen oder ähnliches. Sieht dann immer so kahl aus, auch wenn man es gegen Erde austauscht. Aber da unter Wasser würde gehen, da ist auch Lehm. Rennen wir einfach mal in diese Richtung. Schauen mal, was da so ist. Nämlich Brachland. Yippie. Da ist ja gar nichts. Gut. So, wie stelle ich das jetzt hier an, dass ich das intelligent abbaue? Erstmal. Ah, Mist. Ich hätte vielleicht ein bisschen Erde mitnehmen sollen. So. Stelle ich mir die Erde hier auf, damit ich aus dem Wasser raustrage und baue das Ganze ab. So, 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 so. Oh, da den Sand auch noch direkt mit. Ne, komme ich nicht mehr dran. So, so, so. Huch, hallo Zombie. Was willst du denn? Hey. Was denn? Merk nicht. Bestimmt gleich kommt wieder so ein Enderman von hinten. Und dann bin ich tot. Weil ich den armen Zombie hier ärgere. So. Was denn? Schnauze. So, jetzt machen wir kurz die Tauchtour. Und das ist den Sand hier. Weil hier unten vermisst den Sand ja keiner. Nur wie gesagt, so Strände und so, das mag ich ungern abbauen. Das sieht immer so schön aus, sag ich mal. Das habe ich mit Angst. Ah, Mist. So, habe ich denn jetzt hier einen Strudel irgendwo? Da habe ich noch einen Strudel. Lässt sich auch gerade nicht verhindern. Also machen wir das mit Erde. So. Ja, genau. So kann ich natürlich länger weiter buddeln. Das dauert dann auch nur 50 Stunden, bis ich dann hier den Sand durch habe. So. Bauen wir hier noch einen Block ab. So. Es wird schöner dunkel. Und ja, bauen wir jetzt noch hier ein bisschen Sand ab. Juhu, Sand abbauen. Bestes, was man machen kann, ever. Kann ich den ganzen Tag verbringen. So. Schauen wir mal. Gehen wir mal zurück zum Haus. So hört es sich an, als ob hier noch irgendwas schwimmen würde. Oh, da liegen Experience Orbs. Oh. Reptile scheint auch gekämpft zu haben, sonst wären wir nicht Level 5. Oder die Experience Orbs lagen vom letzten Mal noch hier und die hat er gefunden. Gut. Ah, ich kann nicht mehr rennen. Keiner. Steaks. Noch ein bisschen Abendbrot. Das ist lecker Steak. So, eine Runde schlafen. So. Das Feld ist hinter dem Haus. Welchem Haus? Diesem hier nicht. Baue das Haus weiter, mach das Feld größer und farme Sand. Wie gesagt, ich würde das Farmland ja gerne größer machen, wenn ich es aber nicht finde. Ja. Aber hier den Sand auch noch mitnehmen. Den da auch. So, ach komm, eine Schicht können wir auch noch hier abtragen. Ist ja nicht weiter wild. Strand sieht unten sowieso immer schöner aus. Also auf tiefster Stufe. Ich bin halt nicht so der Dünen-Fan. So. Ja, ja, so, das, das, das. So, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Naja, du störst irgendwie. So, jetzt muss das noch zuwachsen.
Und dann ist gut. Jetzt haben wir etwas mehr wie ein Stack Sand. Das sollte ja für den Anfang reichen. Daraus kann man ja erstmal Glas machen oder so. Je nachdem, was der Reptile sich damit gedacht hat. Steckt man eben schon mal direkt da rein. Hier habe ich noch ein paar Samen. Und Ton. So. Ton ist zwar wahrscheinlich der Rohstoff, der am wenigsten gebraucht wird, aber okay. So, und auf die letzten paar Minuten gehe ich jetzt nochmal hier rein, in der Hoffnung natürlich sofort wieder zu sterben. Okay. Ah, oh, aua, aua, ah, au, ah, 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 Kohle. Huch, ich hab falsch rum gemacht. Stelle ich gerade so fest. Normalerweise, Experience. Hat er denn die Kohle nicht mitgenommen? Kohle nimmt man noch immer mit. Ja, Mist. Wahrscheinlich deswegen. So, sammeln wir ein bisschen Gravel. Ich glaube, Gravel ist auch so einer der Wörter oder so, die Gronkh sowas von eingeminecraft hat. Durch sein Let's Play. Die benutzt, glaube ich, inzwischen jeder die Bezeichnung. Au, a, o, a, o, a, o, a. Au, a. Oh, okay. Ich dachte eigentlich, wir enden hier irgendwie in einer Mine. Und nicht einfach nur in einem tiefen Loch. Gut. Das könnte der ganze Cobblestone in der Kiste erklären. Er sich hier wirklich die ganze Zeit runtergebohrt hat. Ich bin ja eher so der Typ, der springt dann in den Schluchten oder sowas. So, was haben wir denn hier? Hat er wohl Gravel gesammelt. Haben wir Fackeln dabei? Nee. Ach ja, Fackeln, wo sind die eigentlich? Hab ich überhaupt das gesehen? Jetzt will ich aber trotzdem wissen, wo ist das verdammte Feld? Ach hier! Ah! Hier ist das Feld. Das ist aber weit weg. Okay. So. Epsa. Sehr fein. So. Macht das Feld größer. Ja, wie denn? Ich kann das Feld noch ein bisschen was ausheben, aber. Wo sind denn die schönen Fackeln alle hin? Konnte der alles retten? Ach, da sind noch ein paar Fackeln. Konnte alles retten, bis auf die Fackeln oder was? Vor allem. War das dann in den Kisten drin oder woher hat er die Rüstung? Er hat Eisenschwert, Eisenhelm, aber kein bisschen Eisenwaffe und Werkzeuge. Naja. So. Hier geht's ja. Oder eigentlich könnte ich das auch direkt mal logisch angehen. Nehmen wir jetzt hier mal ein bisschen Erde raus. So. Machen das hier unten zu. So, hauen hier noch ein bisschen Gras kaputt. Ah, ich sehe schon, meine Zeit geht langsam aber sicher zu Ende. Wenn ich nicht, glaube ich, jetzt schon Überlänge habe. Ich meine aber noch nicht. So, so, so. Und, na, Fortschrittsprung-Aktion. So, Wasser geht 8 Blöcke durchs Erdreich. Also noch 1, 2, 3, 4. Machen wir das Ganze also so. Oder auch nicht. Scheiße. Doch nicht. Wieso waren das doch 8 Blöcke? Oder nicht? Waren das nur 4? Okay. Bauen wir das also ein bisschen. Dann muss ich das hier auch jetzt alles vertuschen. So, so, so. Ah. Schon geht kaputt. Ah. Ah. Ohne Eimer kann ich ja jetzt auch leider hier keine Wasserquelle wirklich hinmachen. Also machen wir hier das noch. Auch die 4 noch. So. Ich gehe jetzt erstmal nur ums Vergrößern. Du kriegst mich da hinten eh nicht. So. Aua, jetzt hat er mich doch erwischt. Und jetzt habe ich wegen dir die Ecke skalpiert. Penner. Huch. Der scheint wohl schon gut gebrannt gehabt zu haben. Oder Reptile hat sich schon um ihn gekümmert.
So, das. Machen wir das einfach hier so schick in die Ecke. Sieht auch noch ein bisschen natürlicher aus, das ganze Feld. Hier noch ein bisschen das Grasmatsche. So, einfach noch ein bisschen Samen drüber streuen. Die wachsen ja leider nicht innerhalb einer Folge. Auch wenn ich die ganze Zeit hier in dem Chunk war. Die war schon extrem weit weg. Aber gut. So, meine Zeit ist jetzt auch so ziemlich hier rum. Und ja, gehen wir also wieder zur normalen Tagesordnung rüber. So, die Aufgaben für Reptile. Ich tue erstmal wieder alles weg. So. Damit ich auch ja nicht noch jetzt sterbe und dann wieder in einem Dorf komme und wieder alles weg ist. So, also die Aufgaben für Reptile für nächstes Mal. Machen wir was Lustiges. Finde eine richtige Mine. So. Obwohl eigentlich erstmal hier finde eine richtige Mine. Mein Gott, was ist denn heute schon wieder los? Mine. Koordinaten. So. Dann könnten wir noch. Was brauchen wir denn noch? Ah ja. Finde einen Dschungel. Schicke ich ihn mal ein bisschen durch die. Ach so. Finde einen Dschungel. Ups. Dschungel. Punkt. So. Sammle. Holz. Sammle Tropen Holz. Und was könnten wir noch schicken? Finde einen Weg, die Brücke wieder, die Brücke hübsch zu machen. So. ja, so. Das war es eigentlich. Wahrscheinlich wird er eh nur. Ich schreibe mal drauf. So. Als ziemlich viel verlangt. So. Ja. So, das war es jetzt dann soweit auch erstmal von mir. So, ich bin hier. Tag ist gerade. Ich will ja nicht Reptile wie er mich gerade in die Dunkelheit schicken. Obwohl es auch gerade Abend wird. Aber egal. Es gibt ja jetzt ein Bett, von daher kein Thema mehr. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.